Der Gerichtsprozess zwischen Skurrus und Shuyoka hat endlich stattgefunden. Und das vorläufige Ergebnis ist auf jeden Fall interessant. Jetzt haben einige Streamer, inklusive mir selbst, eine E-Mail bekommen, die angeblich aus dem Shuyoka-Umfeld stammen soll, mit wirklich seltsamem Inhalt. Zudem bekommt Monte eine Anzeige und läuft jetzt Gefahr, seinen Führerschein zu verlieren. Weitere Informationen zu Seven vs. Wild sind bekannt geworden, die Exposings gegen Mr. Beast gehen weiter und San Diego und Anise haben ein Diss-Track gegen Mois veröffentlicht, mit dem sie sich vermutlich eher selbst geschadet haben. All das in der heutigen Folge Einzig Weekly und ich muss mich noch entschuldigen, ich habe es die Woche nämlich nicht zu einem weiteren Hauptkanalvideo geschafft. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, zu welchem Thema ihr euch ein ganzes Video von mir wünschen würdet und wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit rein ins erste Thema. Der Gerichtsprozess zwischen Skurrus und Shuyoka hat stattgefunden. Diese hatte ja behauptet, dass Skurrus sie belästigt hätte, indem er sie zum Beispiel dazu aufgefordert hätte, ihre Brüste zu zeigen oder ihr ungewollt in den Ausschnitt gefilmt hätte. Skurrus zeigte daraufhin einen Clip von dieser Begegnung mit Shuyoka, bei dem nichts derartiges zu erkennen war. Skurrus wollte aber natürlich auch, dass diese Anschuldigungen in der Öffentlichkeit nicht gegen ihn geäußert werden können, da so etwas natürlich rufschädigend sein kann. Und wollte daher gerichtlich erwirken, dass Shuyoka diese Äußerung nicht mehr treffen darf. Und das Gericht hat jetzt folgendermaßen entschieden. Das Gericht hat vorläufig festgestellt, beziehungsweise gesagt, dass Shuyoka es nicht zu untersagen ist, dass sie sich belästigt gefühlt hat. Ja. Shuyoka kann also weiterhin behaupten, dass sie sich belästigt gefühlt hat. Begründung dafür sollte sein, dass Shuyoka ihre Anschuldigungen nicht unmittelbar zueinander geäußert habe und die Zuschauer daher nicht erkennen könnten, dass es sich hier um den gleichen Sachverhalt handelt. Zudem gab es aber auch noch einige Entscheidungen, die eher für Skurrus positiv ausgefallen sind. Der zweite Punkt ist, sie darf nicht behaupten mehr, dass es auch andere Frauen gab, weil sie halt von sich reden darf, dass sie sich belästigt gefühlt hat. Sie darf aber nicht behaupten, dass es andere Frauen gab, die belästigt worden sind, die es nie gegeben hat und oder irgendwelche Aussagen. Alles, was sie in diesem Zusammenhang gesagt hat, das Gericht geht nicht. Skurrus möchte in der Sache aber noch in Berufung gehen, was auch verständlich ist, wenn man bedenkt, dass der wichtigste Punkt hier, dass Shuyoka nicht mehr behaupten darf, dass er sie belästigt hätte, ja nicht zu seinen Gunsten entschieden wurde. Letztendlich bleibt wohl abzuwarten, was hierbei rauskommt, obwohl es schon krass wäre, wenn sie das einfach weiter behaupten dürfte. Kommen wir damit aber mal zum nächsten Thema. Und wir bleiben gleich bei Shuyoka, denn zu diesem Thema haben verschiedene Streamer und YouTuber jetzt eine wirklich seltsame E-Mail erhalten. So postete zum Beispiel About a Fruit und Sinans Woche auf Twitter eine derartige E-Mail erhalten zu haben. Und da auch ich diese E-Mail erhalten habe, sehe ich, dass diese auf jeden Fall an einige weitere YouTuber und Streamer versendet wurde. Aber was steht denn jetzt in dieser E-Mail drin? Der Betreff lautet: Bekanntmachung zum Kampf von Pia Anna Scholz aka Shuyoka gegen rechte Kräfte und Misogynie auf Twitch und YouTube. Abgesendet wurde diese E-Mail von verlautbarungen-causa-shuyoka@promotion.me. Und in der viel zu langen E-Mail selber steht dann: Sehr geehrte Damen, Herren und divers. Wir stehen seit längerem in Kontakt mit Frau Scholz, die uns mit allen relevanten Fakten, Shuyoka und Fakten in einem Satz, hinsichtlich ihres Kampfes, den sie auf Twitch, YouTube und im privaten Umfeld führt, informiert. Das geht noch eine ganze Weile so weiter, aber das Ende der Mail wird nochmal sehr interessant. Hier steht nämlich: Antifa heißt Angriff. Gemeinsam stehen wir gegen Faschismus, Rassismus und Unterdrückung. Unsere Solidarität und Entschlossenheit sind unsere stärksten Waffen im Kampf für eine gerechtere Gesellschaft. Mit freundlichen Grüßen, Antifa. Wir danken zum Schluss noch einmal Pia Scholz für ihre Offenheit, für ihren Mut und für ihr Vertrauen, das sie uns gewährt und dass wir sie unterstützen dürfen. Punkt. Hier fehlt eine Leertaste. Wie von ihr gewünscht, haben wir sie in CC gesetzt, damit sie sehen können, dass an dem von ihnen freigegebenen Text nichts geändert wurde. Bei Rückfragen und dann noch eine Kontakt-E-Mail. Letztendlich kann man sagen, dass das gerade mit diesem Zitat Antifa heißt Angriff schon ein wenig wie eine Drohung klingt, aber wir wissen natürlich auch nicht, ob das jetzt wirklich eine Gruppe war, die mit Shuyoka in Kontakt stand, ob das jemand war, der überambitioniert in seinem antifaschistischen Kampf so eine E-Mail ohne die Einverständnis von Shuyoka versendet hat oder ob das tatsächlich eine False Flag Aktion war, damit es wieder Content gegen Shuyoka gibt. Doch welche diese Option zutrifft, werden wir wohl frühestens herausfinden, wenn sich Shuyoka dazu äußert. Letztendlich bleibt es aber vor allem wichtig, falls sowas echt sein sollte, dass man sich nicht davon einschüchtern lässt, denn wer sich einmal erpressen lässt, hat quasi schon verloren.
Und damit kommen wir mal zum nächsten Thema. Montana Black hat mal wieder beim Autofahren gestreamt, was ihm diesmal jedoch zum Verhängnis werden sollte. Denn aus seinem Mercedes AMG entstand auf einer unbegrenzten Autobahn folgender Clip. Wieder ein Abonnent, Digga. Oh, Bro, es ist nicht dein Ernst. Mit deinem scheiß Toyota mit 130 auf der unbegrenzt links. Diesen Clip postete HenkerTV dann auf Twitter und schrieb folgendes dazu. Alle, die mein GTA 5 Roleplay kennen, wissen, wie sehr mir sicheres Fahren am Herzen liegt. Deswegen habe ich diesen Clip zum Anlass genommen, @MontanaBlack bei der Führerscheinstelle anzuzeigen. Und nach allen Einschätzungen, die ich bis jetzt gesehen habe, stellt dieses nahe Auffahren auch mit sehr hoher Geschwindigkeit von Seiten Montes hier tatsächlich ein Problem dar. Ob er jetzt dafür für eine gewisse Zeit seinen Führerschein verlieren wird oder er nur eine Geldstrafe zahlen muss, was Monte dann eh nicht jucken würde, bleibt wohl noch fraglich. Was aber auf jeden Fall interessant an der Sache ist, war, dass Monte sich ja selber dabei gefilmt hat und wenn er dies nicht getan hätte, er auch wahrscheinlich nicht dafür angezeigt worden wäre. Letztendlich muss man sagen, dass dieser Fahrstil von Monte hier durchaus problematisch ist und auch nicht wirklich verantwortungsvoll. Ich hoffe für ihn natürlich, dass er das irgendwie geregelt bekommt und so etwas in Zukunft nicht noch einmal tut. Und damit kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gibt neue Infos zu Sam vs. Wild. So wurden zum Beispiel die Teilnehmer bekannt gegeben. Und ich finde die Auswahl jetzt eher so mäßig. Also, Let's Hugo könnte halt ganz lustig werden, weil der auch Hugo heißt und nicht einen Tag überleben wird, ähnlich wie ich. Aber ansonsten, ob man da jetzt eine Selfie Sandra und eine Julia Beautix reinnehmen muss, ist jetzt nicht so die Auswahl, die ich mir gewünscht hätte. Aber auch die Location ist bekannt gegeben worden. Wir befinden uns, wie ihr vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund erahnen könnt, in Neuseeland. Ja, also in der Nähe von Australien. Wir sind einmal auf der anderen Seite der Erde. Wichtig dabei zu beachten ist, dass Neuseeland auf der anderen Erdhalbkugel liegt und es daher während den Aufnahmen Winter war, während es bei uns Sommer war. Daher werden die Bedingungen recht rau gewesen sein und es soll in der Gegend wohl auch einiges an Tieren geben. Daher werde ich mir die nächste Staffel wahrscheinlich schon anschauen, ich bin jetzt nicht so behypt oder so, aber mal schauen, was wird. Dogpack hat das nächste Exposed-Video gegen Mr. Beast hochgeladen. Aber es wird nicht das letzte sein. Denn gleich am Anfang seines Videos sagt er das hier. Okay, so this video is gonna focus around one instance of SA. I wanted to put all the SA allegations into one video, part 3. Final video until Jimmy responds at least. I sort of overestimated how easy that would be, as far as like getting everything approved with victims and lawyers and like. Also kurz gesagt, er kam nicht dazu, alle Fälle der Allen-Übergriffigkeiten an Mr. Beast Sets aufzuarbeiten, da er eben auch Rücksprache mit Betroffenen halten musste und so weiter und dementsprechend wird es auch noch einen weiteren Part geben. Mr. Beast hatte ja eigentlich geplant, nach diesem finalen Part ein Statement dazu zu machen, jetzt ist es nicht der finale Part, mal sehen, wie er jetzt damit umgeht. Aber ich zeige euch auch mal, was die konkreten Vorwürfe in diesem Video sind. Und da ich keine Lust habe, das jetzt alles selber zusammenfassen zu müssen, zeige ich euch einfach mal ein paar Clips aus der Zusammenfassung von More Pegasus. Some of the important points in the video include allegations against James Warren, who is MrBeast's CEO and cousin, accused of DV, alleged ex-drug addict, allegedly offered drugs or escorts to employees to keep them working late. Considering the previous allegation of keeping a registered offender as a contestant in a MrBeast video, and then we got the final allegations against MrBeast himself for allegedly fostering a toxic work culture, sexist environment, attempts to cover up multiple essays. Letztendlich ist halt immer die Frage, wie viel MrBeast davon wusste, beziehungsweise wie viel er hätte wissen müssen. Oder ob er es halt einfach versäumt hat, zum Beispiel bei diesem geheimen CEO seiner Firma einen Background-Check vorzunehmen. Ich bin sehr gespannt auf sein Statement und damit kommen wir zum letzten Thema. San Diego hat einen 25-minütigen Diss-Track gegen Mois veröffentlicht. Hören wir da mal kurz rein. Weil du alles machst für Hype, wieso hast du keinen Beweis? Wo die Gelder hingeflossen sind, nichts dokumentiert. Zwei LKWs, paar hundert Cash, Hauptsache Promo funktioniert. Und erstmal technisch absolut stark gemacht, kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben. Aber gegen Ende gab es einige Passagen in diesem Diss-Track, die vielen nicht so gefallen haben. Mache. Vergiss nicht, mit wem du hier fixst und vergiss nicht, mit wem du nicht mehr fixst. Und Baby, es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Stand in the mirror, du bist nach paar Nasen blass wie Michael Jackson in Thriller. Bring dein Ende, mein Birra. Geh mit Anis aufs Hotelzimmer nach dem Candlelight Dinner. Während du flänzt in der Villa, wird sie geleckt und gefingert.
Standard. Und mal abgesehen davon, dass Anis in der Vergangenheit bestritten hatte, etwas mit San Diego gehabt zu haben, hat auch vielen die detaillierte Beschreibung sexueller Handlungen zwischen den beiden nicht gefallen. Wie habe ich das gerade ausgedrückt? Was ich bis zu einem gewissen Grad auch ein wenig nachvollziehen kann. Allerdings gibt es jetzt auch einige, die einfach komplett mit ihrer Reaktion übertreiben. Einige tun so, als wäre Mois jetzt der Gute und Anis die Böse, die gelogen hätte. Wobei man ganz klar sagen muss, dass Mois Anis geschlagen hat, was er auch selber zugegeben hat. Und sowas kann man halt absolut nicht entschuldigen, vor allem weil Mois ja immer noch der Meinung ist, dass das absolut richtig war. Die ganze Thematik ist aber auch gerade wieder super am Hochkochen und riesig, also falls ich ein ganzes recherchiertes Video dazu machen soll, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Letztendlich muss man sagen, dass ich glaube, dass sich San Diego und Anis mit diesen letzten Parts auf dem Diss-Track auf jeden Fall keinen Gefallen getan haben. Das hat im öffentlichen Ansehen auf jeden Fall eher geschadet als geholfen. Gerade weil der Diss-Track ansonsten auch ziemlich stark war und Mois jetzt auch nicht gerade wenig Angriffsfläche bietet. Wie ist eure Meinung zu den ganzen Themen? Schreibt sehr gerne in die Kommentare und lasst auch ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten ist der Link zu meinem Instagram hier on screen, folgt da auch sehr gerne rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wie habe ich das gerade ausgedrückt?